Geht gleich los, ne? Geht gleich los. Von 10 rückwärts. 10, 9, 8, 7, lauter. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Und das war der Startschuss zu euren Quellen-Halbmarathon. Viel Spaß auf der Strecke, wir sehen uns im Ziel dann gleich wieder. Die vorne ist eine kleine Hinstellung, jetzt kriegen wir hin. Einen guten Start, einen guten Lauf euch. 417 Läuferinnen und Läufer auf der Strecke. A warm welcome to our international guests. Have fun, enjoy the Sunday morning. Der Rheinsklubber Tümpel Wasserburg freut sich, dass ihr hier seid. Gibt daher hier ein Weizenbier und natürlich auch wieder Wein bis heute Abend. Also viel Spaß auf der Strecke. Und der Schüler macht es, die Mama gewinnt und macht voneinander. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, viel Spaß auf der Strecke. 10 Kilometer laufen und die Walker machen 5 Kilometer. Die am Anfang ist ein bisschen eng, aber dann geht's raus an der Nieder entlang, Wassenheim, Bergersheim. Viel Spaß und bis gleich. Einen anderen Gästen empfehle ich jetzt in der Wasserburg ein Glas Wein zu trinken oder hier vor der Wasserburg gibt es ein Weizenbier und eine... Ich trage die rote Laterne, aber du bist die Nummer 1. Herzlichen Glückwunsch, großartig. Harald Lange, herzlich willkommen. 37 Minuten 55, 56. Wir begrüßen Konstantin Schwarz, herzlichen Glückwunsch. Jawohl. Gefolgt von Alberto Sierra aus vom Dottenfelder Hof und Amado Faria, TV Eberbach Triathlon. Und als dritter Oliver Hayak. Auch Lars Sänger von der SG Quembach. Das müsste auch in Südhessen sein, ne? Hier in der Strecke, jawohl. Herzlich willkommen, Christian Kullmann, Tool von unseren Zeitmessern, die uns immer hervorragend ausstatten mit den Nummern, damit wir auch die Namen verraten können, wer denn jetzt hier ins Ziel kommt. Und das ist Tristan Förster. Sie werden morgen fulminante Berichterstattung erleben in ihrer Frankfurter Neuen Presse. Meine Lieblingsnummer, die Nummer 1, Ala Staub, ist im Ziel. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. 5 Kilometer Walking geschafft. Großartig. Das Beste, was ein Sonntag vor. Wir begrüßen im Ziel Thomas Zanelski von der OCR Frankfurt. Herzlich willkommen. Großartig. 42 Meter. Das ist großartig. Und jetzt im Ziel Mark Watson. Nice to have you here. Herzlich willkommen. Läufer aus der ganzen Republik hier, aber auch internationale Gäste. Und das, obwohl es rund um Frankfurt viele andere Leute gibt. Herzlich willkommen. Olaf Völke von der TSG. Friedrichsdorf. Und Silvia Flachs, ja, großartig. Das sieht aus, Schwestern oder Schwägerin. Ja, so irgendwie, Achtung, unter 10 Kilometer Läufe. Herzlich willkommen, Stefan Herrgott von der LT Dudenhofen. Und herzlich willkommen auch im Ziel Martin Klöter. Die 10 Kilometer absolviert unter die Schulz. Herzlich willkommen im Ziel. Noch ein paar Meter, dann hast du es geschafft. Großartig, Applaus, jawohl. Und ganz in Rot grüßen wir Christian Wild aus Niederdorfelden. Herzlich willkommen im Ziel. Unter 45 Minuten am Start. Und die nächsten Läuferinnen und Läufer, Thomas Horner gibt mir immer die Namen durch, die Nummern. Haben wir jetzt Michael Habes. Herzlich willkommen rein. Bastian Karstens, Team von Team Erdinger und Hartmut Arnold, herzlich willkommen. Auch Dr. Sevim Haas und der Blitz im Endspurt, knapp über 45 Minuten. Herzlich willkommen, Jürgen Karkowski von der SG DJK Hattersheim, jawohl. Auch ein Gewinner heute Morgen. Und die nächsten
die ins Ziel kommen. Vincent Steindl von der MTV Kronberg, herzlich willkommen. Auch Johannes Zolk, Eintracht Frankfurt, Triathlon, Eintracht Frankfurt, eine gute Adresse. Gestern 6:2. Christoph Lühr im Ziel mit Tochter oder Sohn, ich glaube auf jeden Fall schläft. Jawohl, Fans, ich bin da mal leise. Herzlich willkommen im Ziel, Tashka Joho von der Welt. Und herzlich willkommen, Claudia Demuth, auch von Eintracht Frankfurt. Und 10-Kilometer-Läufer kommen jetzt hier alle ins Ziel. 13 Uhr haben wir Siegerehrung und es gibt hier ordentlich Getränke. Stefan Zugsbrade, herzlich willkommen. Auch Christian Schmidt aus Enkheim. Und Alfred Graue, Erika Hamann aus Höchst, Dr. Stefan Haas, ein bisschen langsamer als die Frau. Deine Frau ist schon im Ziel, jawohl, ihr habt euch gefunden. Und der orangefarbene Blitz mit der blauen Hose, herzlich willkommen bei uns im Ziel, Tobias Kamp, ein Heimspiel für unser Mathildler. Herzlich willkommen hier im Ziel, Carmen Müller aus Escholbrücken. Jawohl, geschafft. Sven Vollhals, auch aus Frankfurt, herzlich willkommen bei uns im Ziel. 47 Minuten gelaufen für die 10 Kilometer. Und gleich im Ziel, herzlich willkommen, Dr. Matthias Paul von Spiridon Frankfurt beim Quellenhalbmarathon. Beim Quellenhalbmarathon. Florian Luther kommt ins Ziel, gefolgt von Joshua Nashington. Herzlich willkommen, Joshua Trunk. Geht in die letzte Runde, das ist unser erster Halbmarathonisti. Und herzlich willkommen, Katrin Ernst. Wunderbar geschafft, Sport am Sonntagmorgen hier beim 8. Quellenhalbmarathon anlässlich des Weinfestes. Anni Krämer, herzlich willkommen. Trinken und essen für den guten Zweck. Und ins Ziel kommt Florian, volle Kanne, Florian Kanne, herzlich willkommen auch. Rainer Falkschuhn vom Team Die Vier Muskeltiere. Harald Schäfer, die Bio-Runner, Rhein-Main steht auf seinem Shirt. Herzlich willkommen, 48 Minuten. Und ins Ziel kommt jetzt Tom Rademacher. Jawohl. So, zeig uns deine Nummer. Ja, da ist der erste Halbmarathon. Herzlich willkommen. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch, Janik. Ach, das war der erste. Ah, das war der erste, ja. Jetzt haben wir gesehen, Philipp Dienstkühl aus Sinding. Und Patrick Fischer. Und Andreas Prollingheuer. Komm jetzt eine Runde zu laufen. Thomas Kahle. Können wir nicht sehen. Das muss nicht drinnen machen. Also hier im Park muss ich noch eine Runde oder wie? Eine Runde und dann hier raus. Also ich bin hier einmal so angekommen und dann hier durch. Keine Ahnung. Also du hast auf jeden Fall vor mir. Du musst es nochmal hier rumlaufen. Ach scheiße. Dann kriegst du hier noch ein bisschen klein. Herzlich willkommen von Netzwerk Körper. Also. Noch eine zweite Runde laufen. Also Janik Trunk hat den Halbmarathon gewonnen. Dennis Piesch, herzlich willkommen und Läufer. Komm ins Ziel, Thomas Hauerneck hat schon den runden Finger von den vielen Nummern. Über 400 Läufer haben wir am Start. Michael Raphael Bertflachsel und Diana Nerlich kommen ins Team. Herzlich willkommen. Auch Arno Rademacher, der Sohn ist schon im Ziel. Goran Fatic, herzlich willkommen. Jawohl, 50 Minuten. Und Niklas Linne ist im Ziel. Manfred Merz aus Obershofen ist da. Gabriel Schiergott. Lisa Jansina, Helmut Weiler, Björn Drohlich. Herzlich willkommen. Martin Pickelzahn, Thomas Elsner, Sabrina Schreier, Achim Schlumpf-Spielweg, Michael Nitsch, Nadine Zeitlamm. Es kommen Hans und Schnürre, Alexander Schmidt und es geht so weiter. Wir haben 470 Starterinnen und Starter. Herzlich willkommen, Larissa Schweighöfer. Bist du verwandt oder verschwägert mit dem Schweighöfer? Nein, ist sie nicht. Mama, will ich mal anhören. Ja, entschuldige. Die Nummer. Jawohl, was hast du für Nummer? Neugebauer mit Kind. Pennherrlich, deine Kleine, großartig. Also, wir begrüßen jetzt aus Dordelweil Oliver Nadler. Herzlich willkommen. 52 Minuten und es geht gerade weiter. Die Nummer 110. Stefan Schwarz, herzlich willkommen.
Auch im Ziel Kerstin, Kohl, Daniel, Roth, Christian, Rana, Rainer, Keiner, für Sophie läuft er. Jawohl, ganz großartig. Michael Reitz, herzlich willkommen im Ziel und in Türkis Roland Landau. Mit der 555 herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du mitgelaufen bist. Stefan Hanning kommt ins Ziel. Petra Nader aus Dortelweil. Rainer Stegen vom GSV Albatros. Herzlich willkommen bei uns im Ziel. Hier beim 8. Busch. Ganz großartige Zeit. Jawohl, die Finger nach oben. Doppelten Viertelfinger hier beim 8. Quellen. Halber Rheinfest des Leinsclubs Bad Vilbel. Wasserburg. Die Siegerzeiten vom Zehner, 45 Minuten 01, Wahnsinn, die erste Frau. Jetzt kommt Marc Steinl, MTV Kronberg, herzlich willkommen. Um 10.30 Uhr sind wir hier an der Wasserburg gestartet. Die Läuferinnen und Läufer haben sich selber eingezählt. Das war ein Gänsehautmoment. Und Valerie Beck ist jetzt back in Ziel hier beim 8. Quellenhalbmarathon. Herzlich willkommen, Silke Frank, 54 Minuten. Gefolgt. Jetzt kommt Ricardo Zilski. Herzlich willkommen im Ziel. Großartig. Bäckerfaust für die Älteren unter uns, die sich an den Tennisspieler noch erinnern. Jetzt. Durch, zieh's durch, zieh's durch. Sidnagel kommt. Und Dominik Ott, herzlich willkommen. Ein Finisher-Shot hat er an. Linda Pommer, Elke Janke. Herzlich willkommen. Und hier kommt die 10 Kilometer. Läufer Anthony Michel kommt jetzt hier ins Ziel nach 55 Minuten. Herzlichen Glückwunsch, großartig. Axel Etzro und Jennifer Janke kommt ins Ziel. Herzlich willkommen, Christopher Wessel, Helene Sproh, Simon Scholl. Und der nächste Halbmarathon ist die Alexei Zabutka von Eintracht Frankfurt Triathlon. Großartig. Björn Seifert aus Dottelweil, herzlich willkommen hier im Kurpark. Und als nächster Läufer im Ziel Martin Makolski beim Wellenhalbmarathon. Und jetzt im Ziel auf den letzten Metern Magdalena Mülverstedt. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch. Die 10 Kilometer gibt es hier nicht, aber leckeren Wein beim Weinfest des Leinsclubs Bad Vilbel-Wasserburg. Und Thomas Wenzke kommt von TV Bad Vilbel, Wiebke Reimer, auch TV Bad Vilbel und Johann Mahol, Link Lama International. Der nächste Halbmarathon ist die Daniel Zauber. Herzlich willkommen auch Mario Evers von Rennrad Frankfurt. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank, dass du heute Morgen mitgelaufen bist. Im Ziel Markus Privat. Jetzt hat er es geschafft, jawohl, die 10 Kilometer unter einer Stunde absolviert. Jeder, der hier heute mitgelaufen ist, ist ein Gewinner. Wir begrüßen Nicolas Enrique, René Randa von Lama International und Claudia Abel. Rieke, sie ist keine Königin, sie ist Kaiser. Ulrike Kaiser im Ziel, herzlich willkommen. Den Mann abgehängt, sehr gut. Vielen Dank, dass du mitgelaufen bist. Hat Sven abgehängt. Und hat ihren Mann Sven abgehängt, großartig. Jetzt im Ziel Volker Baumann und Markus Naumann. Thorsten Omlor haben die 10 Kilometer absolviert. Heike Klause von der SG Brugerei Spiegler. Liebe Heike, herzlich willkommen. Jawohl, die Familie Klause. Jetzt kommen wieder einige Läufer der 10 Kilometer Wertung. Daniel Simon aus Niederernbach, herzlich willkommen. Lieber Daniel, Frank Kirstel kommt ins Ziel. Axel Schlaf und Annette Schlaf. Jawohl, ihr habt es geschafft. Wie geht es hier noch durch? Okay, und jetzt im Ziel Isabel Schuster, Horst Schwamberger, herzlich willkommen, lieber Horst, das ist dein Adler hier, du bist im Team Jürgen Bremer vom Netzwerk, jawohl, herzlich willkommen, unter einer Stunde, ganz großartig, und der nächste Halbmarathon ist die Martin Friedrich von Pfannenbold Ottoweil, den größten Verein hier in Bad Vilbel. Und 1874, Wolfgang Reudel auf Pfannenbold Ottoweil. Ja. Der Schreit, der hat gewonnen, jawohl. Ein Gewinner, Anja Tonisti. Herzlich willkommen, Werner Dörz, jawohl, von... So, der nächste. Und jetzt im Ziel, das weiß ich deshalb, ich wohne hier. Sven Kaiser.
ist schon da. Hallo Sven. Und die nächste 10 Kilometer Läuferin jetzt hier auf ihren letzten Metern. Das war ganz groß. Heike Groß bei uns im Ziel. Herzlich willkommen. Die kommen schon rein. Jawohl. Arm in Arm, Hand in Hand. Den Halbmarathon zusammen geschafft. Laura Stranz und Alexander Thul. Herzlich willkommen. Großartige Leistung. Der Barfußläufer Andreas Ochs. Simon Sehnert, Andreas ist barfuß gelaufen. Helmut Reischneider von der Netzwerklaufgruppe und Jürgen Gärtner-Brüderlein aus Hanau. Herzlich willkommen. Dominik Mathieu von Eintracht Frankfurt. Und Brent Wasser. Herzlich willkommen. Ruben Calatrava hier im Ziel. Für euch läuten die Glocken. Jürgen Laser. Sina Weidengeber, Sarah Schiessel, herzlich willkommen, Hand in Hand, jawohl. Anton, und es kommt im Ziel. Hanna Altumbus, herzlich Ralf Schneider, und der nächste Halbmarathon ist die Ray Komen, herzlich willkommen auch Chris Evans, den Halbmarathon in einer Stunde 31 absolviert. Ronald Hahn die 10 Kilometer, Michael Ölschläger auf die 10 Kilometer unter die Turnschuhe genommen heute Morgen. Beim Achtenfang für den Halbmarathon. Herzlich willkommen Martin Wagner und Heike Fischer ist im Ziel. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch. Dreimal die 1, Christoph Schubert, Doreen Janus, danke. Und Peter Eusen ist im Ziel, hat den Halbmarathon hinter sich gebracht. Andreas Buckasch. Michael Wald von Spiegel Frankfurt und der nächste, ja, Kolas aus Wehrheim, Polacek, den begrüßen wir hier im Ziel. Herzlich willkommen Alexander und Tim ist nicht nur bald da, er ist jetzt da. Herzlich willkommen im Ziel, Christoph Springer. Christoph hat heute Morgen. Ziel, Gesa. Adolf vom Netzwerk, herzlich willkommen. Jetzt kommen wieder Halbmarathonisten. Fabian Sinnig aus Frankfurt, herzlichen Glückwunsch. Herzlich willkommen, Vanessa Villera. Jawohl, Katrin Schäfer. Und Andreas Klein im Ziel. Und auch Matthias Wolke, die jetzt hier alle ins Ziel kommen. Großartig, Lea Sommer und Volker Meier unterwegs heute. James Brady, herzlich willkommen im Ziel. 21 kommt jetzt ins Ziel. Es ist André Carlos. Herzlich willkommen, André, hier im Ziel in Bad Vilbel. Auch Dirk Mottbacher. Herzlich willkommen, eine Stunde 35. Läuferinnen und Läufer am Start. Amanda Togo Herrera von La Maya International. Herzlich willkommen. Die Strecke, die du Touren schon genommen hast, wir begrüßen Markus Adams im Ziel. Herzlichen Glückwunsch, Markus. Jawohl. Und da ist Andreas Klause. Andreas Leike ist auch schon im Ziel. 10 Kilometer für die Druckerei. Spiele 21,1. Andreas, herzlich willkommen im an Frankfurt auch im Ziel. Und Armin Wilmi, herzlich willkommen. Björn Richter von der Proventa AG hier im Ziel in Bad Vilbel. Und Angela Sommer, Diana Sommer. Jawohl, das sieht aus wie Mutter und Tochter gespannt. Und der nächste, Udo Richter, hat die 21,1 Kilometer unter die Füße genommen. Und wir begrüßen Dominik Mann aus Haheim, aus der Nachbarschaft, großartig, 1,36. Und auch im Ziel, dank, dass du heute Morgen hier gelaufen bist. So, und vorgesorgt hat Dennis Akala, er hat nämlich ein Tuch auf. Herzlich willkommen bei dem Wetter ganz schlau. Die 21,1 Kilometer heute Morgen in die Turnschuhe genommen. Herzlich willkommen Ines Maschauer, Machauer im Ziel. Nadja Winkel, Bettina Usenli, ich hoffe richtig ausgesprochen.
Herzlich willkommen, Christian Besmer, die 21,1 Kilometer den Halbmarathon. Und Marie Ponhoff kommt ins Ziel. Dr. Dieter Schepp, herzlich willkommen. Riesenapplaus auf der Strecke. Jetzt Falco Streubel, 21,1 Kilometer, mit Sicherheit die schönste Sonnenbrille heute hier am Start. Iris Kahle, herzlich willkommen, jawohl. Winkt freundlich ins Ziel, lächelt, das ist ein guter Tag. Ralf Schauer kommt. Oh. Und Jürgen Hamann aus Flörsheim, herzlich willkommen hier in Bad Vilbel im Ziel, 1 Stunde 38. Im Ziel kommt Dennis Hecker aus Frankfurt und Doris Wied aus dem schönen Wehrheim. Jawohl, Doris, wir haben das hingekriegt, großartig. Fabian Becker, Bastian Keil, herzlich willkommen hier im Ziel in Bad Vilbel. Du lächelst, das ist geil, großartig. Carsten Hinz. Und Lutz Markus auch vom Pfandbein. Wir begrüßen jetzt im Ziel Matthias Marx. Er hebt die Hände. Sehr geil. Startet für Conti. Man sieht es. Continental Tevis. Und die nächsten Läufer. Herzlich willkommen. Thomas Jalkovic und Olaf Hasner. Herzlich willkommen hier im Ziel. Und noch ein Läufer. Udo Westenberger kommt mit Kind ins Ziel. Großartig, das scheint zu funktionieren, das ist jetzt der fünfte Kinderwagen, immer schlafen die Kinder, finde ich sehr geil. Jan hat ein langes Bein gemacht, Jan, Langbein ist da, jawohl. Im Leimstuppertöbel im Ziel, wie ein Adler fliegt Harry. Der Harry, großartig, Stefan Reindorf, Handball Dortmund, jawohl. Und der Man in Pink, Lars Giering aus Bautzen. Miriam Geis, Eintracht Frankfurt Triathlon, jawohl. Und Felix Ertl im Ziel. Jetzt kommt Wiebke Vogt. Jawohl, Wiebke, herzlich willkommen. Und die nächsten. Bodo Kapanke, Stefan, Bettina Billisch. Herzlich willkommen auch Christian Blum, David Hasner. Jawohl, den Quellenhalbmarathon. Emanuele Mascolino, Peter Fuchs. Aus dem schönen Halbmarathonisti unterwegs. Jawohl, der nächste Läufer, wir sehen deine Nummer nicht. 1 Stunde 11 Minuten für die 10 Kilometer Läufer. Das ist jetzt Günther Wagner vom DRK Bad Vilbel und Erhard Steinberg aus Wehrheim hat den Halbmarathon geschafft. Er ballt die Faust und kreuzt sich und das zurecht. Und wir begrüßen jetzt im Ziel Stefanie Walter und nächsten Halbmarathonisti. Nach 1 Stunde 42 Minuten, wir begrüßen jetzt hier im Ziel Christian Wörmann aus Köln. Herzlich willkommen, ganz stark. Und Thomas Beißwenger auch im Ziel. Herzlich willkommen. Die letzten Meter für unseren Gronauer Sascha Emter. Jawohl, geschafft. 1,43, mein Lieber. Bad Vilbel ist nicht nur eine schöne Stadt in der Stadt, sondern wir haben auch tolle Stadtteile. Peter Stahl, hart wie Stahl, hat die 21 Kilometer hier unter die Füße genommen. Und wir begrüßen die nächste Frau, Petra Monz. Herzlich willkommen im Ziel, Petra. Schön, dass du mitgelaufen bist heute Morgen. Vielen Dank. Und ein Finisher, Uwe. Schön, dass du mitgelaufen bist. Jens Pfisterer ist jetzt im Ziel. Gefolgt von der 007. Alle kommen im Ziel. Zeigt uns die Nummer nach vorne, dann ist es einfacher. Zeigt uns die Zeit, Nummer 144. Carsten Linne im Ziel. Schlichtring, jawohl. Herzlich willkommen, die Arme hoch. Großartig. Und wir begrüßen Michael. Es ist ein Sieg für Michael Sieg im Ziel. Herzlich willkommen, Beate Gelter wieder im Ziel. Ich bin ja sogar in Deutschland. Jetzt auf den letzten Metern. Herzlich willkommen vom Team Taunus-Dame Andreas Messmer und André Baumann. Es geht weiter. Jetzt kommt im Ziel auf den letzten Metern Michael Flachsel. Deine Frauen sind schon im Ziel. Der stellen Nummern sollte sie erkennen. Die Halbmarathonistin, die heute Morgen. Oh, Nick von Oppen im Ziel springt. Und es kommt auch ins Ziel. Eugen Gampe, so, der nächste Halbmarathonist, die 1032, Olaf Zöger und es kommen Güven Öser aus VfB Stuttgart, ein
Verein, den es nicht so richtig gut geht. 4 Spiele, 4 Niederlagen, aber heute haben wir nur Gewinner hier. Philipp Meyer im Ziel, herzlich willkommen Ralf Gor und auch Ole Sande, herzlich willkommen Monika Hoffmann, der nächste Halbmarathon ist Kai Brandt, herzlich willkommen und jetzt 4x1. Julia Zwerenz haben wir im Ziel, Jochen Hartmann, Inken Schönauer, Vincent Scherschlicht, Niklas Fehl und mit der Nummer 1031 Autohaus Jörg Uwe Meierhöfer. Herzlich willkommen, Uwe. Riesenapplaus hier auf der Strecke 1073. Golo Heckmann, jawohl, geschafft, er lächelt. Das ist toll. 1004. Norbert Nagel hatte keinen im Schuh. Hat geschafft, Norbert. Super. Norbert und Enrique Salazar, Lamaya International. Jawohl, herzlich willkommen. Judith Sohn hat den Halbmarathon. Ja, sehr geil. Vielen Dank, dass du mitgelaufen bist heute. Michael Frese kommt ins Ziel. Und auch Linda Krötsch, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr mitgelaufen seid heute Morgen. Ortwin Lauterbach von SG Quembach in der Mitte unseres schönen Bundeslandes. Schüttelhessen, der Ortwin. Und jetzt kommt ins Ziel auf den letzten Metern Matthias Chazar. Matthias, herzlich willkommen. Schön, dass du mitgelaufen bist, Matthias. Gestern 6:02 und heute bist du ein Gewinner. Christian Grössmann aus Friedberg, ole ole. Herzlich willkommen auch Steffen Müller von der SKC St. Leon im schönen Baden-Württemberg in der Nähe von Hoffenheim. 11:68, das ist Marc Bukow. Herzlich willkommen auch Alexander Kleinert von der Tochter begleitet ihr gegen das Ziel. Herzlich willkommen. Jetzt ist es ganz besonders schön, den Thomas zu begrüßen. Thomas, schön im Ziel. Und Andi Breitner hat es geschafft. Thomas Steinmetz, Eintracht Frankfurt Triathlon, ganz großartig. Vielen Dank, dass du heute Morgen hier mit uns gelaufen bist. Neben uns steht Thomas Kopf und Leinstuhl von Wasserburg. Yves Fenster kommt ins Ziel. Yves, herzlich willkommen, danke, dass du mitgelaufen bist. Neben mir steht Thomas Kopf hier in der Lederhose und im karierten Hemd. Jetzt begrüßen wir erstmal im Ziel Klaus Beißel. Herzlich willkommen auch Dennis Walter. Und im Ziel kommt Jörg Lehmann aus Darmstadt. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass du hier mitgelaufen bist. Und mit der 10:93 Michael Steinert, jawohl. Und jetzt, the man in lila, man in purple, Sven Hussmann. Herzlich willkommen, du lachst. Das heißt, dir geht's gut. Sehr geil. Brenner Schmidt, jawohl. Auch anlässlich des Köln-Halbmarathons für die Sportlerinnen und Sportler, aber auch für Freunde, Familie und Gäste ein Weißbierfrühstück anbieten draußen auf Kalliner Wall. Isotonische Getränke sind ja großartig. Herzlich willkommen im Ziel, Manuela Edtroth von den Strambaden. Jawohl, sehr, sehr geil, Manuela. Vielen Dank, dass du heute hier bei uns mitgelaufen bist mit der Startnummer 1944 Martin Klepp. So, und im Ziel, herzlich willkommen Michael Starke und jetzt kommen Jan Amos und Dorina Berat. Herzlich willkommen Adam Kania, großartig, 21,1 Kilometer, Andreas Morgenstern von Lama International, thank you for having you here und herzlich willkommen Janos Schlöer. Jawohl, und Christine Roth, großartig und ganz locker Kraft ins Ziel. Ganz cool, herzlich willkommen Leo von der SG Quembach, jawohl, ein großer Lauftreff in der Wasserburg gegen 13 Uhr, die Siegerehrung und ein Sieger auf jeden Fall, weil er heute Morgen gelaufen ist, ist Stefan Carstens. Stefan hat es geschafft und jetzt in Pink und Brombeer begrüßen wir im Ziel Sina aus Friedberg. Sina Christmann, herzlich willkommen. Schön heute Morgen. Zeig uns deine Nummer bitte, dann können wir auch verraten, wie du heißt. Aaron, Jürg und Helmut Minnemann, jawohl, von der BSG Mütze. Und wir ziehen den Hut.
Jörg Schieber, herzlich willkommen. Yeah. Läufer auch hatten, der schon im Ziel ist. Patrick Kleiner-Adam von Lama International. Auf den letzten Metern vom Marathonprojekt Frankfurt, Werner Thiel pumpt und schafft und ist da. Herzlich willkommen Robin Gamroth und herzlich willkommen auch Detlef Lohr. Geschafft, jawohl, prima. Läuft ist auf dem 10-Kilometer-Lauf. Läufer einmal und jetzt auf den letzten Metern. Regina, herzlich willkommen. Regina Müller, Regina, letzten Metern. Wir begrüßen im Ziel Pengnan Lu. Wow. Hans-Joachim der Jäger. Hans-Joachim Jäger ist jetzt im Mund. Jetzt kommt Christopher Hühnermund ins Ziel. Herzlich willkommen, Christopher. Vielen Dank, dass du mitgelaufen bist. Vielen Dank den vielen helfenden Händen. Und wir begrüßen Monique Röseler im Ziel. Herzlich willkommen, Monique. Lächeln von. Und jetzt im Ziel. Rico Philippeit, herzlich willkommen. Petra Brandes, herzlich willkommen. Rainer Grimm und auch Sebastian Drose. Lars Halling, Timo Georg von Kids, das ist großartig. Jetzt kommt Miro Dorsch ins Ziel und Jan Davis. Thank you for having you here. Jetzt habe ich es verstanden. Corinna Schmidt begrüßen wir im Ziel und auch. So, ein großes Hallo hier. Jetzt kommt der Nächste ins Ziel. Herzlich zu dem Zieleinlauf. Jawohl, und jetzt wunderbar. Herzlich willkommen, Jennifer Peach. Letzten Metern hier im Ziel. Sabine Frerichs von Funball Dortenweil und Cordula Schramm. Herzlich willkommen euch beiden. Wir begrüßen Terence Trösch aus Frankfurt. Jawohl, herzlich willkommen, Roland Erdmann. Herzlich willkommen, Thomas Duwe, jawohl. Ganz großartig, jetzt auf den letzten Metern, Roland Schmidt läuft mit, Roland, jawohl. Zieleinlauf beim 8. Quellenhalbmarathon. Marietta Rothe lächelt sich ins Ziel. Auch im Ziel, Georg Hinz und Judith Kechler, Ralf Michael Kiefer aus Oschel, Thorsten Lindenhahn aus der ganzen Republik hier. Und jetzt Barbara Pina. Der den Lions-Club bei Pöbel Wasserburg seit vielen Jahren freundlich unterstützt, auch hier mit Autos ist. Auf den letzten Metern, mach sie lang. Sebastian Lang kommt ins Ziel. Vielen Dank, dass du mitgelaufen bist. Herzlich willkommen hier im Ziel. Florian Meyer. Jawohl, schafft, guckt auf 3 Stunden für Gildas Quartett und Johann Duszewski vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Wir hier im Ziel, Janika Halling, herzlich willkommen, Janika, im Ziel. In die letzten Meter, sehr, sehr geil, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, dass du heute hier an den Start gegangen bist mit der Nummer 1156, persönliche Bestleistung. Kerstin, cool, jawohl. Und auch im Ziel, Priska Feingold aus Niederlande, hier mitgelaufen bist. Hand in Hand, ein Bild, ich liebe es. Simone Träger und Uwe von der SG Enkheim. Enkheim, herzlich willkommen, schön, dass ihr... Etwa 450 sind gestartet. Quellenhalbmarathon ist, ja, vielen Dank. Bitte nochmal 11:22. Ute Rühl aus Frankfurt. Schön, dass du mitgelaufen bist. Mit Burgern in der Wasserburg bei Wein und vielen anderen Speisen. Jetzt sind sie Elke Knackstedt. So, jetzt geht's weiter. Christopher Ex und Michael Reinhardt Running Team. Herzlich willkommen im Ziel. Vielen Dank, dass so, jetzt kommt ins Ziel, auf den letzten Metern. Herzlich willkommen, Volkmar Ackmann. Schafft, hat schon Ziel. Silvana Rom, herzlich willkommen. 21,1 Kilometer. Trinken und essen lässt beim Weinfest. Alles, was wir hier an Überschuss erzielen, geht nämlich gut, einem guten Zweck zu.
Wir haben im Ziel jetzt Gabi Butschke und Ralf Sommer. Nadine Jentsch, herzlich willkommen. Stefan Erlenbach, Angelika und auch ein Sieger jetzt hier im Ziel, Ulf Krüger. Ulf, herzlich willkommen. Schön, dass du mitgelaufen bist. Hände hoch, komm hier ins Ziel. Jawohl, mach einmal deine Jacke bis auf, dann sehen wir deine Nummer. Herzlich willkommen, Markus Tursch und Christian Wieseling. Herzlich willkommen im Ziel, Rebecca Mikoteit. Vielen Dank, dass du mitgelaufen bist. Herzlich willkommen jetzt, Stefan Hettmann im Ziel. So, und jetzt im Ziel. Wir sehen deine Nummer nicht, deshalb... 1-9, jetzt haben wir sie. Jawohl, herzlich willkommen. Elke Konrad im Ziel. Und Bernd Frischmuth, Markus Ritschl am Ziel. Und die nächsten Läuferin, Alexandra Dannerbauer, kommt im Ziel. Und Nadine Jentsch. Jawohl, ein besonderes Vergnügen, dieser Lauf, den wir jetzt zum 8. Mal in Folge veranstalten. Und mit der Nummer 1000, Susanne Reiter im Ziel. Sie lächelt. Susanne. Wunderbar, auf die letzte. Und jetzt ins Ziel kommt Herbert. Er kommt im Sturm ins Ziel. Herbert Sturm, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du heute Morgen hier mitgelaufen bist. Janssen, dann kannst du auch ins Ziel kommen. Das hat jetzt gleich geschafft. Yuchi Shiratori. Konnichiwa. Konnichiwa. Ja, wundervoll. Jetzt im Ziel Björn Döring von der SC, vom SC Kelkheim. So, wir begrüßen jetzt hier im Ziel nach 21,1 Kilometern Helga Ballensiefer. Herzlich willkommen, Helga. Oder Janssen, Ralf Römbach. Herzlich willkommen, Alexandra Erbes. Ihr habt es geschafft, großartig. Vielen Dank, das Netzwerk Körper. In Zusammenarbeit mit dem Lions Club Wasserburg spendet das Geld für einen guten Zweck. So, 1893, Gaetano Foti von Team Taunus Therme. Gaetana, herzlich willkommen, 1893. Und 1940, Julia Schneider, wusstest du übrigens 1893? Ja, so sieht's aus. Siehst du, das sind Fußballfans, die halten zusammen. Siegertrikot, auch das noch. Boah, das ist natürlich eine schöne Geschichte nachher für die Siegerehrung. Apropos Sieger, im Ziel, Patrick. Patrick Pohl im Ziel, freut sich, jawohl. Und Chris. So, jetzt hier im Ziel, 1875 ist seine Nummer. Hans Hofmann von der Reisegruppe Heinsberg, das ist ja auch ganz geil. Jawohl, ein guter Lauf ist Isabel. Deutsche Kala ist auf der letzten Runde. Und jetzt ins Ziel, komm. Papa. Ja, Papa. Michael Balkert, herzlich willkommen, Michael. Ah, okay, deine rief gerade, da kommt Papa. Deshalb habe ich gesagt, da kommt. Auch Ariello Ambrosio startet für die Lovebirds aus Maintal. Da müssen wir nachher nochmal drüber reden, Ariello. So, jetzt ins Ziel. Im grünen Trikot, Christoph Finder. Herzlich willkommen, Christopher, und herzlich willkommen, Stefanie Walli. Jawohl, Arme hoch, Lächeln ins Gesicht gemacht, was man machen kann. Und jetzt hier im Schlussspurt, Fiona Gauthier, startet für Großbritannien. Herzlich willkommen. Großartig. So, auch auf Isabel Docekala, herzlich willkommen. Isabel, vielen Dank, dass du hier heute Morgen. Wir freuen uns auf Florian Wegner. Florian, peace, jawohl, geschafft, vorbei. Davon gibt es ein weißes Bier. Das Lions Club von Tüdel Wasserburg, die das Fest hier organisieren und durchführen. Aber jetzt begrüßen wir erstmal Wolfgang Eisenhardt lächelt da fröhlich. Auch einer der Partner hier des Lions Clubs. Mein Bestes, Agnello Ambrosio. Und Cetin Dickmann, herzlich willkommen, Merhaba. Lass es hin. Jawohl, es ist auf der letzten Runde.
So, jetzt ins Ziel, auf den letzten Meter, Miriam. Miriam, sie lächelt, Dams hat es geschafft, den Trainer-Marathon hinter sich. Jawohl. Und jetzt kommt Hans Grote, darf ich sagen, Jahrgang 1952. Hans, herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie mitgelaufen sind. Lea Wittmann, Double P, 1400, Jessica Ehrenbeck. Ganzes Pink, sogar die Turnschuhe. Weiter geht's als nächster auf den letzten Metern. Mario Krüger. Jawohl, Kreuz. Delia Sieg. Jawohl. Und Thomas wartet auch auf der letzten Runde. Jawohl. Und in der Zielspur die letzten Meter für Irini Pohl. Und jetzt erst im Ziel Christiane. Herr Linden, herzlich willkommen, Christiane. Telekom da oben. Und der Telekom-Fan. Warum Pink? Die letzten Runden. Ich verrate Ihnen das jetzt hier exklusiv beim Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Viel Spaß. Danke. Wie meinst du? So, jetzt im Ziel Thomas Kettermann und Delia Sieg. Herzlich willkommen. Kannst du jetzt nicht sagen, euch nennen wir nicht und wir fangen drin an. Das kann ich nicht machen. Weil das sind, da fange ich mit ein paar Sachen an, der Rest muss dann. Ja, das sind die, die kämpfen und die muss man eiern. Das wäre unfair. Jawohl, Thomas Martin, herzlich willkommen, lächelt sich ins Ziel. Klasse, Finger hoch in Fettel. Ach, Herr Torint jetzt, vielen Dank für die Fahrinformation. Siehst du? So, jetzt hier auf den letzten Metern, Anja Retsch mit der grünen Brille und dem Zauberhaften. So, und passend zur Big Band der Deutschen Telekom, nein, Telekom heißt ja nur noch. Big Band der Telekom jetzt hier im Ziel, auf den letzten Metern. Tatjana Euler, herzlich willkommen, Jugendläuferin, klasse, super. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass du heute hier mitgelaufen bist, Tatjana. Wo hast du es gesehen, was du hier? Achso, ist der. Achso, ich kann mir aber laufen, wie sagt man auf Deutsch, Besenwagen. Oh, guck mal, das ist echt unglaublich. Hier, was ist das jetzt? Der ist sowas von Polyglot. Hallo, 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 Update, Hilfe. Nirgends. Abend haben wir angefangen, gestern den ganzen Tag gefeiert, bis heute Nacht um 1 Uhr und 11 Minuten, weiß ich deshalb, weil ich die Burg als letzter verlassen habe. Und heute feiern wir bis 19:30 Uhr. Du zeigst uns deine Nummer und wir begrüßen dich im Ziel. Herzlich willkommen, Dieter Dropschal. Jawohl, Finger hoch. Und auf den letzten Metern, Antje heißt sie mit Vornamen, Karl mit Nachnamen, lächelt sich ins Ziel. Herzlich willkommen, Antje. Schön, dass du mitgelaufen bist. Vielen Dank. 21. So, Dani war gestern da und ich habe und dann habe ich gesagt, so, er moderiert. Jetzt aber, go, go, go! Okay, jetzt komm! Und auf den letzten Metern, Emil Krampe! 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 Emil Krampe! Das ist noch ein Erdbeer! Ich brauch dich vorhin noch! Mit der 16:56 Ludwig Dickhardt geht in die letzte Runde. Ludwig Dickhardt aus Bad Vilbel, alter Bad Vilbel Adel, läuft für TSG Eppstein. 63 Jahre alt. Ludwig 16:56 lief durch. Gratulation. Danke. Ist das Beste natürlich immer, und ich sage wirklich immer, am Schluss. Läufer, die verstehen, was das bedeutet, mit einer Zeit von 2:40 rein ins Ziel zu kommen. Liebe Sabine Funk-Ambrosio, die Laufbirds, super Geschichte, wow, du hast es geschafft. Na, Finisher?
geschafft, ja. Tun die Muskeln weh? Geht. Gut trainiert. Ja, sehr.